Yo und willkommen hier zu einer neuen Folge Jump League mit dem Boss persönlich. Dem Boss. Hey, Winter, Spaß am Rande, ich bin natürlich kein Boss. Aber ich bin und ihr glaubt ja, nicht, wie oft wir das jetzt schon wiederholt haben. Ist so, ich denn, muss noch so viele Sachen erzählen. Wie oft haben wir jetzt eigentlich versucht, dieses Video hier aufzunehmen? Ich glaube 6 Mal. Ja, fühlt sich zumindest so an, weil nämlich die ganze Zeit ist meine Aufnahme abgekackt. Wenn es jetzt wieder abkackt, bringt mich um. Wenn die nicht abkackt, dann ist es ja, dann ihr das Video vor sieht. Vor allem, Leute, man springt die ganze Zeit und es ist warm. Ich habe Durst, ich habe Hunger, mein Arschloch, Blut, alles, Leute. Also das ist wirklich eins der letzten Videos, die ich jetzt noch für den Urlaub aufnehmen muss. Ein paar fehlen jetzt noch. Aber wir versuchen jetzt schon die ganze Zeit dieses Video aufzunehmen. Und da waren sogar schon gute Videos dabei, richtig geile. Aber irgendwie ist es halt ja, tausendmal abgekackt. Und so. Ja, es fuckt mich einfach ab. Ja, Leute, ich habe euch so viel zu erzählen, weil weiß ich ja, was ich alles in der ersten Aufnahme gesagt habe. Ich habe euch noch echt so viel zu erzählen. Wir haben so viele Dinge erzählt. Also, Freunde, ich fange mal an. Also, Motrip, ne, einmal das Album kaufen, das ist draußen. Mama, für euch ist es bestimmt schon lange draußen, weil das vorproduziert. Erst im Urlaub, wenn er wieder da ist, müsste es circa 3 oder 4 Tage. Gibt es vielleicht keine Videos, mal sehen. Er ist ja jetzt Vollzeit-YouTuber. Und ja, Motrip ist richtig süß. Er hat gesagt, Kattel ist der Liebste, einer der Liebsten hier und so. Und ja, wenn er lächelt so süß. Und so, ach Leute, wir haben so viel erzählt. Genau das haben wir eigentlich alles erzählt. Das haben wir quasi das, was wir in den letzten Videos gesagt haben, hast du in 10 Sekunden wiederholt. Also, ja. So. Er hat jetzt mehr Freizeit, kann mehr Videos machen, so nach dem Urlaub geht's richtig ab und ja. Ja, ich bin jetzt Vollzeit-YouTuber. Ach ja, falls ihr seine Nummer wollt, einmal 5000 Euro bitte. Genau, 5000 Euro einmal an Kattel senden, dann kriegt ihr meine Nummer. Was haben wir noch gesagt? Dass mein Booty amazing ist. Genau, diese grünen Sprünge, die hasse ich, Alter. Kuchensprünge auch. Boah, wir waren bei diesen Sprüngen mit den Kuchen, ne? Also, liebes Playmanity-Team, wenn ihr dies seht und ich hoffe, ihr seht es, bitte entfernt den Part bei Jump League mit den Kuchen. Das ist der größte Scheiß. Wenn ich ihn noch einmal sehen muss, dann breche ich. Und wenn es in dieser Aufnahme auch vorkommt, ich werde so upragen, ich werde das gesamte Team von euch beleidigen. Nichts gegen euch, ich liebe Jump League, aber dieses... Oh, etwas gegen euch, ich hasse euch. Aber dieser Part ist der größte Scheiß, ohne Witz. Also ich mal richtige Scheiße hier. Ich krieg nur AIDS davon, ohne Witz. Ich bin krank geworden. Von allein nur diesem Part. Was haben wir denn gerade eben gemacht? Wir haben uns ein Video auf Twitter angeguckt, wie eine Zuschauerin von Dagi heult. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hab ich Leute, mir nur gedacht. Jetzt nichts gegen euch. Nichts gegen euch, nichts gegen Dagi, aber warum? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich krieg auch immer Tränen in den Augen, wenn irgendjemand, den ich richtig feier, so. Also bei mir ist aber auch, ich bin so emotionaler Mensch, bei mir ist es noch was anderes. Aber ich heule nicht, wisst ihr, was ich meine? Ja, eben. Und man sitzt doch nicht dann vor seinem Handy und macht dann, lädt dann auch noch. Man nimmt das doch nicht auf und sagt dann, Moi, Dagi, ich bin dir so dankbar. Wäre das mein Kind, ne? Ich würde das anspucken, anrotzen, vor die Tür werfen, Alter. Und halt Spaß. Aber ich würde dir das Handy wegnehmen. Alter, warum? Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas aufnehmen kann. Ich verstehe es auch nicht, also keine Ahnung. Nimmst du noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Boah, heftig, Digga. Ist ein Wunder, oder, dass die Aufnahme noch an ist. Falls du wieder abkackst, mache ich gleich eine Outer City Aufnahme, die spielst du einfach ab, Alter. Ja, ohne Kack, Alter. Wir machen einfach das Video wird dann einfach ein Blackscreen sein mit nur den Inhalten, die wir euch schildern. Dann heißt das Video einfach Jump League, ultra lustig, als ob ich jetzt gerade rausgeflogen bin. Ich das auch. Mir, weißt du, wie scheißegal mir das jetzt ist? Wir hängen jetzt einfach eine Drecksrunde ran. Komm, lass uns 16 gehen. Mann, Leute, mein Leben ist so kacke. Seht ihr eigentlich, wie viel Pech wir haben? Seht ihr das? Seht ihr das, wie viel Pech wir haben? Du bist drin, oder? Ja. Sauber. So viel Pech haben wir. Weißt du, wir nehmen gerade eben 13.000 Mal auf. Die Runde hier gerade eben, die war sogar richtig gut. Wenn jetzt gleich noch der Kuchenjump kommt, dann wäre das nur noch die Spitze auf dem Eisberg, dass ich gleich ausraste und mir meine 28 Blutadern aufschlitze, weil ich einfach vor Aggression nicht mehr auf mein Leben klarkomme. Leute, ich hasse es. Also das war gerade richtig kacke. Also das wäre jetzt eigentlich wäre das jetzt ein Grund dafür gewesen, die Aufnahme zu beenden. Aber nein. Und nie wieder Minecraft zu öffnen. Nie wieder. Ohne Witz, Alter. Ich krieg einfach das Kotzen langsam. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich verstehe das nicht. Wie kann man nur so ein Pech haben? Und ja, liebes Playmanity-Team, dafür, dass ich jetzt gerade rausgeflogen bin, ihr seid einfach... Manchmal seid ihr richtige Arschlöcher, ohne Witz. Alter, ohne Scheiß. Das kann doch nicht sein. Eigentlich mag ich euch. Ich kenne eigentlich auch gar keinen von euch. Aber eigentlich mag ich euch, weil ihr coole Spielmodis macht. Jump League. Und das auch mein Lieblingsspielmodus ist. Aber, Freunde, ohne Witz. Es bricht mir das Herz, jeden Tag zu sehen, wie ich darunter leiden muss. Dass ich einfach vom Server fliege, wenn ich eine gute Aufnahme habe. Oder meine Aufnahme abkackt oder sonst was. Ich
schaff das einfach nicht mehr. Der psychische Druck, der macht mich einfach fertig. Ich pack's nicht mehr. Boah, Dagi, ich danke dir so sehr. Ja, danke. Nee, also ich, zum Beispiel bei mir war das auch, ich bin ja auch, ich habe ja auch so einige YouTuber, die ich so selber total Fanboye. Und ich habe zum Beispiel auch auf dem Webvideopreis habe ich zum Beispiel das erste Mal Gronkh getroffen. Und ich habe damals mit YouTube angefangen und habe mir gesagt, was ich möchte, wenn ich irgendwann mal groß bin, Gronkh treffen. Und das war so ein, das war irgendwie so von mir so ein, oh, ich bin runtergefallen, Alter, ich bin ja noch nie runtergefallen. Ich wollte schon immer mal Gronkh treffen, ne? Und irgendwie, ich meine, ich bin wirklich vor keinem YouTuber aufgeregt, weil mittlerweile ist es so, ich kenne eigentlich jeden YouTuber aus Deutschland mittlerweile. Jeder ist zumindest groß. Ich habe sogar schon Sammy Slimani getroffen und ich habe den sogar einmal auf der YouTube-Party in Berlin, habe ich den umgetackelt. Ganz lustige Story. Und ich bin irgendwie über die, lol, YouTuber safe, cool. Und ich bin irgendwie, bin auch über die Taschen von seinen Schwestern oder so, bin ich rüber gestolpert und ich weiß nicht warum, die waren zumindest sehr, sehr sauer auf mich, wenn ihr erst sieht, hi. Ja, aber irgendwie bei Gronkh, ich war richtig aufgeregt. Ich habe ihm einfach nur die Hand geschüttelt. Ja, und dann kam Dena, dann haben wir uns noch über Dena lustig gemacht, Gronkh und ich. Das war eine sehr, sehr lustige Sache. Auch weil er menschlich, ich glaube, einfach so richtig der Heftige. Der ist ein super netter Typ. Also Gronkh ist schon echt ein korrekter Dude, muss ich sagen. Ich meine, das habe ich schon vorher irgendwie gewusst, dass die, alle meine Lieblings sind die Pixie von Kali. Eigentlich habe ich schon vorher gewusst, dass der schon ein richtig cooler Typ ist und warum falle ich hier runter? Aber, ja, war schon eine sehr, sehr coole Begegnung. Ja. Und jetzt möchte ich gerne erstmal diesen Jump hier schaffen. Und nicht mehr verkacken. Ich sehe verkacke, ich weine. Super. Oh, den Jump habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, wo ich gerade bin. Den haben wir ja auch, der kam schon lange nicht mehr vor. Sogar einer meiner Lieblingsjumps, weil ich den wenigstens noch so halbwegs gebacken kriege. Oh. Alter. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann wird es mein absoluter Hassjump. Angel habe ich schon. Das hier, so wunderbar, schön weiterreden. So macht man das. Und hopp. Und hopp. Alter. Und hopp ist Wasser rein. Gut, an die Leiche dran. Und weiter jumpen. Und ins Wasser rein. Und an die Leiter ran. Und weiter jumpen. Und weiter jumpen. Ich muss es schaffen. Ich will es unbedingt schaffen. Jetzt gerade eben nach diesem ultimativen Fail will ich es auf jeden Fall irgendwie halbwegs gebacken kriegen. Abgesehen davon, dass ich gerade nur den schlechtesten Loot des Jahrtausends bekomme. Habe Stats getestet. Herz YouTuber. Cool. Ich weiß zwar nicht, was er uns damit sagen will, aber ja. Ich glaube, das bedeutet, dass er uns mag oder so. Lass sie einfach spielen. Ja, danke, Herr Gründling. Du bist ein sehr netter Mann. Oh, Lucky. Oh ja, das hilft mir sogar. Lucky ist es. Das ist gerade das erste Mal, dass Lucky mir wirklich richtig hilft. Also so richtig krass. Okay, gib mir den Loot, bitte. Kacki, er ist einfach Kacki. Lol, Alter, der ist ja wirklich kacki. Oh, ich bin so froh, dass die Aufnahme noch läuft. Ja, Mann, ich bin auch froh, dass sie noch läuft. Ich habe gerade erst gecheckt, wo du es gesagt hast. Und falls sie nicht läuft, Digga, einfach Audiospur nehmen, ist mir scheißegal. Einfach Audiospur, schwarzes Bild und irgendwann bricht die Audiospur dann ab, also. Wenn ihr euch wundert, was wir hier gerade sagen und es einfach das Bild schwarz ist, dann, ja, dann wisst ihr, was wir gemacht haben. Lol. Es geht nur noch um den Hype. Okay, ich bin gerade bei der Rocket. Bist. Rakete. Ah! Bist du, wie du bist. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Was? Das Jump'n'Run. Ich bin gerade höchst konzentriert, weil ich möchte nicht verlieren. Oh, es klingelt an der Tür. Wer mag es nur sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ein Überraschungsgast? Ich hoffe nicht. Oh, ein Diamant, ein Enchanting Table. Oh, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute werde ich es schaffen. Oh. Boah, ich möchte aber gerne noch enchanten, Alter. Ich habe da gar keine Zeit mehr für. Kann ich noch irgendwas verzaubern hier? Ich glaube, ich nehme mir mal eben. Hä, ich kann nicht enchanten auf 1. Warum geht das nicht? Erstmal hier schnell die Level reinballern. So. Das Goldschwert, bitte krieg Sharpness oder so. Irgendwie sowas. Unbreaking, was will ich damit? Sharpness Unbreaking, läuft. Okay, jetzt habe ich wenigstens ein Steinschwert oder so. Und schnell noch ins Goal. Super.
So, und jetzt noch hier die Kacke schnell in die Leiste tun. Hast du zufällig einen Bogen oder so? Oh, hier enchantet gerade jemand. Das bin ich! Oh, sorry! Ja, oh. Ey, kannst du auf 1 enchanten? Das geht einfach nicht bei mir auf 1. Wow, hier ist Kacki. Ja, Kacki. Hast du einen Bogen? Ja. Kannst du mir den, kannst du mir den hinwerfen? Oh. Achso, ich hab nur einen. Wow. Geh weg, geh weg. Okay, hab einen gekillt. Schaffst du das? Okay, kannst du mir den Bogen hinwerfen? Ohne, dass das irgendeiner sieht oder so. Wirf schnell den Bogen, Bogen. Schnell. Ich hab aber nur einen. Hast du nur einen? Oh, ich dachte, du hättest zwei. Okay, warte, lass mich gucken, ob der einen Bogen hat. Ja, ja, danke. Okay, tschüss, ich bin weg. La 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 la. Da-bidi-bu-ba-ba-ba-ba. Wir haben gerade verbotene Dinge getan. Mir eigentlich scheißegal, Hauptsache die Runde geht. Ich hoffe, ich gewinne jetzt und die Aufnahme, wenn die Aufnahme jetzt gleich abkackt, dann bringe ich mich wirklich um. Und auch wenn wir danach gebannt werden, Hauptsache wir haben dieses Gameplay. Ja, ohne Witz. Hauptsache vorproduziert. Oh, hier ist jemand. Stirb. Lass die anderen sich ändern und bleib so, wie du bist. Nein! Ach, dieser Hund, Alter. Er hat mich einfach getötet. So wie du bist. So wie du bist, cool. So wie du bist. Ah, Alter, mir tut alles weh. Dein Anus auch? Lauf ruhig weg, kleiner Strolch. Okay, was habe ich hier denn? Nichts, was ich gebrauchen kann. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt, da hinterher zu laufen. Dieser scheiß Chest. Bitte, bitte, lass mich dich noch killen. Oh, er backt in die Luft. Ja, genau, Alter. Und dein Vater heißt Klaus, oder was? Ja. Ne, heißt er nicht. Ja. Der heißt Alfred Jodokus Quack. Als ob. Hat er dich gerade zweimal hintereinander gekillt? Ja. Was ist das denn für eine Kacke? Ja, und Playmanity, fix mal euer Spawn-System, bitte. Danke. Weil ich bin mich auch schon richtig oft bin ich gespawnt, stand neben irgendeinem und wurde direkt weggesnackt. Das ist nämlich richtig kacke irgendwie. Ich weiß nicht, wie man sowas fixen könnte. Aber es wäre cool. Und ich würde jetzt gerne dieses Game gewinnen. Das wäre sehr nett. Danke, LG. Erstmal was phrasen. Du bist komplett raus. Ja. Hä, warum angelt der mich? Ist der irgendwie behindert oder so? Das bringt ihm doch gar nichts. Du musst im Endeffekt eh gegen mich kämpfen, auch wenn du überlebst. Alter, das ist ein Problem. Komm, stirb. Komm her, Alter. Komm her, komm her. Ich drück den Schwert in den Anus. Goldschwert. Especially. Los, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Ja! Sauber, okay, erstmal das Steinschwert grabben. Ich habe keine Ahnung, ob das besser ist, der Bogen. Sauber, Alter. Wow, wow. Erstmal weg hier. Erstmal den Regen-Bonus gönnen. Lauf, lauf um dein Leben, Felix. Lauf um dein Leben. Lauf um dein scheiß Leben. Nimm die Beine in die... Hi. Ihr wundert euch vielleicht, warum diese Aufnahme gerade abgebrochen hat. Ich weiß es auch nicht. Dick Story ist ein Hurensohn. Auf jeden Fall habe ich das Spiel gewonnen mit einem halben Herz. Es tut mir leid. Ich habe den Nerv verloren, wie ihr es vielleicht sogar in der Aufnahme gehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Guckt bei Kyle vorbei. Der ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.